In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach ein Dreiviertel oder ein Langarmschürt nähen kannst. In diesem Video erkläre ich dir auch noch, wie du die vier Knöpfe hier dran vernähst, wie du den Kragen richtig schön hinbekommst, dann wie du die Ärmelbündchen dran nähst und das Bund hier unten. Und außerdem kannst du bei dem Shirt auswählen, ob du das Shirt mit einem langen Arm haben möchtest oder mit einem Dreiviertelarm. Dafür hast du dann hier das Schnittmuster, wenn du das ist der Dreiviertelarm. Wenn du das als Langarm-Variante haben möchtest, klebst du das Stück einfach mit hier dran. Und nun viel Spaß! So, als erstes schneiden wir das Schnittmuster aus und kleben es zusammen. Nachdem du das Schnittmuster ausgeschnitten hast und zusammengeklebt hast, schneiden wir das Ganze jetzt auf den Stoff aus. Hierfür habe ich den Stoff doppelt gelegt, da wir ja einen Ärmel brauchen für die linke Seite und einen für die rechte Seite. Da habe ich das Schnittmuster fixiert und ich habe noch die Kanten hier mit Stecknadeln fixiert, damit der Stoff sich nicht so rollt. Im Schnittmuster ist schon eine Nahtzugabe von 0,5 cm mit drin. Und dann kannst du auch schon ausschneiden. Nachdem du jetzt den Ärmel ausgeschnitten hast, schneiden wir jetzt das Vorderteil aus. Hierfür legst du den Stoff auch wieder doppelt. Wir müssen den doppelt legen, denn das Schnittmuster muss im Stoffbruch zugeschnitten werden. Das heißt, hier wurde die Kante umgelegt. Dann habe ich auch das Schnittmuster wieder mit Stecknadeln fixiert, die Kanten auch mit Stecknadeln nochmal fixiert. Und jetzt schneiden wir das Ganze auch wieder aus. Übrigens ist bei dem Vorderteil und bei dem Rückenteil auch eine Nahtzugabe von 0,5 cm schon mit enthalten. So, wir haben jetzt das Vorderteil ausgeschnitten, nun schneiden wir jetzt noch das Rückenteil aus. Und hier musst du natürlich auch noch auf den Stoffbruch achten. So, als nächstes überträgst du die Ärmelbündchen-Schnittmuster aufs Bündchen und das Vorder- und Rückenteilbündchen. Bei dem Ärmelbündchen schneidest du das Schnittmuster zweimal aus und bei dem Vorder- und Rückenteil auch zweimal, aber hier musst du noch darauf achten, dass du im Stoffbruch zuschneidest. So, nachdem du jetzt die Bündchen ausgeschnitten hast, benötigst du einmal das Bündchen für hinten und einmal das Rückenteil. Denn jetzt vernähen wir das Bündchen von dieser Kante hier oben einmal rumherum bis zu dieser Kante hier oben. Beim Nähen müsst ihr darauf achten, dass ihr ungefähr ab der Rundung hier oben leicht anfangt zu ziehen. Das macht ihr dann bis zur nächsten Rundung, also bis hier oben. Denn ihr müsst daran ziehen, weil das Bündchen ist halt sehr elastisch und wenn ihr das nur locker rannäht, dann wird das hier am Kragen rumflattern und das wird halt nicht dann schön aussehen. Und am Ende, wenn ihr fertig seid mit dem Vernähen, dann wird wahrscheinlich im Bündchen ein Stückchen übrig bleiben und das könnt ihr einfach abschneiden. Also legt ihr jetzt das Bündchen links auf links, also einmal zur Hälfte umklappen. Legt das dann hier oben, also jetzt ist das ja dann rechts auf rechts, legt ihr das und vernäht das Ganze dann. So, jetzt bin ich hier an der Kurve angekommen und jetzt fange ich dann leicht an, das Bündchen zu ziehen. So. Und das gleiche machst du natürlich jetzt auch nochmal mit dem Vorderteil. Da wir gleich hier an dieser Kante nochmal von außen drüber nähen, müssen wir das jetzt erst nochmal die Kanten schön glatt bügeln. So, und das gleiche machst du jetzt nochmal mit dem anderen Teil. So, und jetzt müssen wir noch knapp am Rand hier entlang nochmal festnähen. Einfach hier an dem Bündchen entlang nähen.
Das gleiche natürlich auch nochmal mit dem anderen Teil. So, als nächstes vernähen wir die Knopflöcher an das Hinterteil. Hier habe ich das, auf der Rückseite habe ich das H250 drauf gebügelt. Das habe ich deshalb drauf gebügelt, da wir mit dehnbarem Stoff arbeiten. Und es kann passieren, wenn du das Vlies nicht drauf hast, dass die Maschine den Stoff frisst, weil der Knopflochstich ist ja sehr dicht aneinander gestickt. Und deshalb ist es schon wichtig, Vlies drauf zu bügeln. Beim Vernähen an den Knopf könnt ihr natürlich selber aussuchen, ob ihr einen großen Knopf dran machen möchtet oder ob ihr zwei Knöpfe nebeneinander vernäht. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte gar kein Knopfloch und macht dafür zwei Druckknöpfe dran. Es ist aber wichtig beim Nähen von den Knopflöchern, dass die Knöpfe recht weit hier an dem Rand dran liegen. Das ist deshalb so wichtig, weil sonst kann es passieren, dass der Kragen die ganze Zeit beim Tragen immer wieder hochklappt, weil die Knöpfe dann zu hoch dran genäht wurden. Also machen wir einmal eine Markierung, wo der Knopf hin soll. Halt darauf achten, dass der genau hier am Rand ist, also an dieser Naht. Dann nimmst du dir eine Stecknadel und sagst so, okay, der soll hier hin, der Knopf. Und dann nimmst du den unteren Rand vom Knopf und machst hier eine Markierung. Und dann machst du jetzt von hier unten nach oben ein Knopfloch. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du ganz einfach das Knopfloch öffnen kannst. Dafür brauchst du auch nochmal eine Stecknadel. Und dann steckst du die Stecknadel vor diesen Balken, sage ich mal. Steckst einfach rein. Dann nimmst du dir noch einen Nahttrenner und stichst von hier oben dann bis zur Nadel einmal durch. Dann kannst du die Stecknadel wieder rausstecken und fertig ist ein Knopfloch. Und falls du jetzt zwei Knöpfe nochmal benutzen möchtest, machst du hier nochmal ein Knopfloch und das gleiche natürlich dann nochmal auf der anderen Seite. Nachdem du jetzt die Knopflöcher dran gemacht hast, brauchst du die Hinterseite und nochmal die Vorderseite, denn diese legen wir jetzt rechts auf rechts aufeinander. Und vernähen dann die Seiten. Einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. Ich verwende hier nochmal die Overlock. Du kannst das natürlich auch mit deiner Nähmaschine nehmen, dafür verwendest du einen ganz normalen Geradstich. So, wenn ihr jetzt die Seiten vernäht habt, wenden wir einmal das Shirt. Und dann schnappst du dir nochmal das Rückenteilschnittmuster. Denn hier haben wir eine Markierung. Und diese Umrandung hier oben legen wir an diese Naht. Also einmal so, dass das Bündchen oben rausguckt. Dann nimmst du dir eine Stecknadel und setzt diese genau an diese Markierung ran. Und dann nimmst du dir diese Umrandung, also die Naht hier vorne, und legst diese dann an die Stecknadel dran. Und nimmst dir noch eine Stecknadel und steckst sie dann hier oben an dem Bändchen, an dem Bündchen feste, oberhalb. Dann kannst du die untere Stecknadel wieder rausziehen. Denn dann klappst du das Teil, wo die Knopflöcher dran sind, klappst du nach unten und dann steckst du das hier mit Stecknadeln feste. Denn dieses Stück müssen wir jetzt festnähen. Hier kannst du auch wieder deine Overlock verwenden oder deine Nähmaschine. Bei der Nähmaschine verwendest du auch wieder einfach einen Geradstich. Und auf der anderen Seite machst du auch nochmal das Gleiche.
Als nächstes schnappst du dir beide Ärmel und legst den einen Ärmel rechts auf rechts. Und vernähst dann von dieser Kante runter bis zu dieser Kante. Hier nähe ich auch wieder mit der Overlock. Und bei der wenn du mit der Nähmaschine nähen möchtest, kannst du natürlich auch wieder einen geraden Stich nähen. Das gleiche auch nochmal mit dem anderen Ärmel. So, wenn du jetzt die Ärmelseiten zugenäht hast, bräuchtest du nochmal das Shirt. Und das wenden wir jetzt erstmal. Und dann nimmst du dir den Ärmel, wo diese Seite hier oben herausguckt. Und dann wendest du diesen Ärmel auch nochmal. Und bevor wir den ganz feststecken, stecken wir einmal hier die Naht. Diese Naht muss gerade sein. Und dann steckst du dir hier oben, also mittig von dem Ärmel, hier eine Stecknadel rein. Und bei dem Shirt machst du genau das gleiche. Legst, dass die Naht hier richtig liegt, also nicht, dass sie irgendwie so schief liegt oder so, dass sie gerade liegt. Streichst das ein bisschen glatt. Und dann siehst du auch, dass hier oben sich eine Kante gebildet hat und hier stecken wir auch nochmal eine Stecknadel rein. Und dann können wir den Ärmel in den Pullover hereinstecken. Hier machen wir Naht auf Naht. Und hier die beiden Stecknadeln legen wir auch aufeinander. Und jetzt stecken wir den Ärmel einmal rundherum mit Stecknadeln fest. Und jetzt vernähen wir das Ganze einmal rumherum. Und das gleiche macht ihr natürlich auch mit dem anderen Ärmel. So, und jetzt wenden wir einfach den Pullover. Nachdem du den Ärmel jetzt festgenäht hast, benötigst du einmal die Ärmelbündchen. Und ein Bündchen legen wir rechts auf rechts. Und vernähen dann diese Kante einmal. Das gleiche machst du jetzt nochmal mit dem anderen Ärmelbündchen. Und dann wendest du das Bündchen einmal. Also zur Hälfte einmal wenden. Das gleiche machst du auch mit dem anderen Bündchen. Dann nimmst du dir das Shirt, einen Ärmel davon. Und dann siehst du ja hier schon eine genähte Naht. Und jetzt nehmen wir uns eine Stecknadel und stecken eine Nadel genau gegenüberliegend von der Naht. Das heißt einmal hier oben dann. Dann legst du die Stecknadel und die Naht aufeinander. Und dann steckst du nochmal hier eine Nadel feste und hier eine Nadel feste. So, dass das so aussieht. Und das gleiche machst du jetzt auch nochmal mit dem Bündchen. Also auf der offenen Seite von dem Bündchen. Hier auch wieder gegenüberliegend von der Naht eine Stecknadel.
Dann Stecknadel auf Naht legen. So, das sind jetzt unsere Markierungen. Jetzt stülpen wir das Bündchen mit der zuen Seite zuerst über den Arm. Dann legen wir hier auch Naht auf Naht. Und stecken das Ganze dann feste. Jetzt stecken wir jeweils die Nadel, die jetzt aufeinander liegen, befestigen wir richtig, also den Ärmel und das Bündchen. Denn jetzt nähen wir einfach nochmal drumherum. So. Das gleiche macht ihr jetzt auch mit dem anderen Ärmel. Und das gleiche machst du nochmal mit dem Bündchen hier unten. Dafür benötigst du die zwei Bündchen hier. Legst diese rechts auf rechts, benähst links und rechts zu. Dann steckst du wieder mittig die Nadel feste. Dann klappst du das wieder bis zur Hälfte um, beide Teile. Und steckst das dann auch nochmal an den Pullover fest und vernähst das Ganze. Ich würde dir noch empfehlen, hier bei dem Bündchen die Kanten schön glatt zu bügeln und auch bei dem Ärmelbündchen. Als nächstes nehmen wir die Knöpfe dran. Und damit wir wissen, wo wir hier genau den Knopf dran nähen müssen, machen wir uns eine Markierung mit Stecknadeln. Das heißt, wir machen einfach mittig von dem Knopfloch machen wir eine Markierung, also stechen einmal hier durch. Und fixieren dann die Nadel hier dann feste. Gleich machen wir auch mit dem anderen Knopfloch. Von mittig hier reinstechen und fixieren. Und dann steckt ihr, dann habe ich hier schon mal den Faden durchs Nadelöhr gesteckt und habe das hier einfach ganz normal verknotet, das Ende. Und dann nehmen wir den Knopf dran. Ich habe jetzt einen ganz normalen Stich genommen, also ich habe einmal links und rechts genäht. Ihr könnt natürlich auch über Kreuz den Knopf vernähen, das ist wie ihr halt möchtet. Und jetzt machst du noch die anderen drei Knöpfe dran. So, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem neuen Shirt und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du möchtest, dann kannst du das Video gerne auf Facebook oder auf WhatsApp weiterteilen. Und ich wünsche dir viel Spaß. Eure Jana.